Das Thema lautet, wo finde ich Sicherheit? Wir waren uns gar nicht sicher, ob das ein gutes Thema ist. Und wir merkten, je länger der Termin dauert, desto klarer fokussiert sich dieses Thema raus. Nicht nur als weltpolitisches Thema, sondern für jeden von uns. Und ich fand eine junge Frau, diese Story gefiel mir gut. Ich dachte, damit steige ich ein. Eine junge Dame bleibt vor einer Bank in Frankfurt stehen, steigt aus, geht in diese Bank hinein, geht zu dem Banker und sagt, ich brauche 10.000 Euro, ich will 3 Wochen nach Amerika fliegen. Der Typ guckt sie an und sagt, wieso sollte ich Ihnen 10.000 Euro geben? Was haben Sie denn für eine Sicherheit? Sie sagt, schauen Sie, da draußen ist mein Auto, der Aston Martin, frisch gekauft, also der müsste reichen. Tatsächlich, sie bekommt die 10.000 Euro. Sie kommt nach 3 Wochen Urlaub wieder, zahlt die 10.000 zurück und die Zinsen von 35,42 Euro zahlt sie auch. Der Typ guckt sie an und sagt, ich habe mal über Sie recherchiert. Sie haben doch ein Riesenerbe bekommen. Sie müssten doch Multimillionärin sein. Wieso haben Sie bei uns 10.000 Euro geordert? Sie haben es doch gar nicht nötig. Die Dame schaut den Bankier an und sagt, gucken Sie mir in die Augen und lernen Sie was. Wo kann man ein 200.000 Euro teures Auto in Frankfurt total sicher für 35,42 Euro 3 Wochen lang parken? Mega! Die Frau hat was begriffen. Ganz ehrlich, die Frage stellt sich aber nicht wirklich, wo parke ich mein Auto sicher, sondern wo parkst du dein Leben sicher? Das ist doch die viel cleverere Frage. Wo kriege ich die Sicherheit her, die ich für mein Leben brauche? Ich bin mal in die Statistik reingegangen für euch heute und ich habe gedacht, das gucke ich mir an. Und die Statistik sagt, dass jeden Tag bei uns in Deutschland 82 Raubüberfälle, 27 schwere Sexualverbrechen und 335 gefährliche Körperverletzungen stattfinden. Wow, bei uns in Deutschland wird totgeschlagen und gemordet jeden Tag. Und wir haben, wenn die Statistik nicht lügt, 58% Aufklärung davon. Und Leute, ganz ehrlich, dieses Gefühl von Sicherheit ist uns doch verloren gegangen. Wer von euch hätte jemals gedacht, dass am 24. Februar plötzlich russische Truppen in die Ukraine einmarschieren? Dass unser sicher geglaubter Friede in Europa plötzlich gefährdet ist? Als der 11. September kam, waren wir uns alle einig, dass es drüben in Amerika weit weg, damit haben wir nichts zu tun. Aber tatsächlich hat eine Ministerin jetzt vor ein paar Tagen beantragt, dass die Polizei die Freibäder besuchen muss, damit wir uns irgendwie sicher fühlen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich in meiner Schulzeit jemals erlebte, dass irgendwie ein Elternteil uns zur Schule begleitet hätte. Heute gibt es eine ganze Armee, die unter dem Begriff Hubschrauber-Eltern ihre Kinder kaum noch alleine auf die Toilette gehen lassen können. Leute, was ist bei uns in Deutschland schiefgegangen, dass wir Sicherheitskonferenzen machen und mehr Militär und Polizei aufbieten müssen wie für jede andere Konferenz? Was ist los mit uns? Früher haben wir geglaubt, dass wenn wir in der Ehe einander versprechen, hey, bis das der Tod uns scheidet, ehrlich, das ist heute nur noch ein blöder Spruch. Früher haben wir gedacht, dass der Mutterleib der sicherste Ort der Welt ist. Heute musst du dir Sorgen machen. Irgendwas ist schiefgegangen. Und diese Sehnsucht nach Sicherheit, die wir gerade in diesem Song von ehemals Silbermond, da kommt das Original her, Stefanie Kloß das Lied gesungen haben, das ist ja fast wie ein Gebet. Hey, gib mir ein bisschen Sicherheit, ich würde nur gerne wissen, woher. Und diese Frage nach Sicherheit stellt sich, weil ehrlicherweise können wir für nichts garantieren. Du nicht für dich, für dein Leben sowieso nicht, wenn du ehrlich bist, noch nicht mal für deine Gesundheit. Ob wir für unsere Rente garantieren, da sind wir bei einem ganz schwierigen Thema. Tatsächlich scheint die einzige Konstante zu sein, dass wir alle irgendwann mal sterben. Aber ehrlich, das ist auch nicht wirklich beruhigend, oder? Was gibt dir Sicherheit? Beziehungsweise warum ist unsere Sicherheit dauernd bedroht? Könnte es sein, dass das Märchen, das man uns vor Jahren erzählt hat, dass wir es schaffen, das Böse aus unserer Welt rauszubringen, wenn wir nur genug Kultur, genug Bildung, genug Wissenschaft, genug Selbstdisziplin, dann werden wir diese Welt zu einem guten Ort machen. Leute, ehrlicherweise stimmt das nicht. Das Böse ist da, ob du das magst oder nicht. Und wenn du ehrlich bist, ist das Böse sogar in dir. Und wir können es nicht ändern. Wir würden gerne, aber wir können nicht.
Ich erinnere mich an ein Erlebnis bei uns zu Hause. Mein Bruder mit seinen Kindern war da. Es war der zweite Weihnachtstag. Und plötzlich kommt die kleine Anna, dreijährig, rein, richtig rot und wütend im Gesicht. Und sie sagt, Papa, der Danny hat meinen Weihnachtsmann aufgegessen. Der Vater ist ein bisschen verwirrt. Ey, zweiter Weihnachtstag, die hatten Süßigkeiten, das reicht noch für die nächsten 5 Jahre. Warum nimmt der Junge den Weihnachtsmann seiner Schwester, also den 5-jährigen Kerl, reinzitiert und gesagt, ey Danny, was hast du gemacht? Warum hast du Annas Weihnachtsmann genommen? Und hören Sie die Antwort, der Junge ist mega. Er schaut den Papa an und sagt, Papa, ich konnte mir selber nicht widerstehen. Ist das eine coole Antwort? Ich konnte mir selber nicht widerstehen. Hey, und diese Antwort kommt nicht nur von einem 5-jährigen Jungen. Ich sehe einen Mann vor mir mit dem Alkohol, sich und seine Familie und seine Firma zum Bankrott getrieben. Und er sagt, ich wusste, das ist falsch, aber ich konnte mir selber nicht widerstehen. Ich sehe den drogensüchtigen jungen Mann vor mir, der seine Eltern beklaut hat, sich selber ruiniert hat. Er sitzt mittlerweile im Gefängnis mir gegenüber und er sagt zu mir, Herr Pastor, ich wusste, das ist falsch, aber ich konnte mir selber nicht widerstehen. Fragen Sie denjenigen, der mit seiner Ehe wirklich Schiffbruch erlitten hat, im Ehebruch gelandet ist. Natürlich wusste er, dass das blöd ist. Fragen Sie mal Bill Clinton, ob der wusste, dass seine Lewinsky-Affäre der größte Schwachsinn ist, den er je angestellt hat. Natürlich wusste er das. Aber ey Leute, wir spüren in uns ist eine Kraft, die uns Dinge tun lässt, die wir am liebsten nicht tun würden. Und wenn wir sie getan haben, würden wir am liebsten Buße dafür tun. Wir spüren, da läuft irgendwas in uns schief. Und Leute, das ist das Problem, das am Ende diese Unsicherheit hervorruft. Ich wünschte mir, jemand wäre da, der mir die Kraft gibt, das Richtige zu tun. Aber ich schaff's nicht allein. Und ich stell mir vor, ich wüsste, wie es geht. Und irgendwann hat es mich daran erinnert, in meiner Straße, also ich bin Baujahr 63, da gab es noch Straßen mit Kindern, nur für alle, die das gar nicht mehr kennen, wo deine Straße aussieht wie ein Altenheim. Nein, bei uns gab es Kinder, da gab es Familien, die hatten 5 und 6 Kinder im Schnitt, das war normal. Wow, das war noch Zeit, ne? Und bei uns gab es einen Sport. Der Held war der, der am längsten mit seinem Fahrrad freihändig fahren konnte. Ja, sagst du, das kann ja jeder. Ja. Bei uns war Kopfsteinpflaster und dann kam Sand und dann kam die Kurve. Das war Kunst. Und wir wollten die Helden sein. Aber alle wussten wir, wenn wir die Kopfsteinpflasterkiste gerade noch irgendwie hinkriegen, spätestens wenn der Sand kommt und dann die Kurve, dann ist alles zu spät. Und du warst mega dankbar, dass dieses Fahrrad Griffe hatte, an denen du dich festhalten konntest. Und Leute, genau das ist der Punkt, den wir alle irgendwann erleben. Wir sind total die Helden und haben das Gefühl, diese Welt ist sicher, solange alles geradeaus geht und locker läuft und die Sonne scheint. Schwierig, liebe Freunde, wird es doch dann, wenn wir plötzlich merken, es wird hoppelig und unsere Sicherheit geht weg. Wenn einer von Ihnen schon mal im Bus gefahren ist, völlig überfüllt, Sie haben keinen Sitzplatz bekommen, Sie stehen in diesem Mittelgang. Hey, solange der Bus einfach geradeaus fährt, ist alles cool, aber wehe, es kommt die Kurve und der fährt auch noch abrupt. Dann ist man dankbar, dass man plötzlich irgendwo hingreifen kann und merkt, da oben, außerhalb von mir, gibt es eine Sicherheit, an die ich mich festklemmen kann und die mir Halt gibt. Leute, das ist doch die Phase, in die wir hineinkommen. Was mache ich, wenn es schwierig wird? Was mache ich, wenn meine eigene Kraft nicht reicht? Und Sie können das mal probieren, mit 80 in die Kurve fahren und sich dann an Ihrer eigenen Hosentasche festhalten. Und dann fliegen Sie durch den gesamten Bus, weil wir merken, es gibt Situationen im Leben, da reicht unsere Kraft nicht. Und dieses zweite Märchen, das man uns erzählt hat, wir könnten es aus eigener Kraft hinkriegen, auch das stimmt nicht. Ich mag diese Story, als ich sie zum ersten Mal gehört habe. Cassius Clay, Muhammad Ali, dieser Boxweltmeister, er saß im Flugzeug. Er war in Atlanta und er musste nach New York, um einen Werbevertrag zu unterschreiben. Er sitzt im Flieger,
die Anweisung kommt, sich festzuschnallen, den Sicherheitsgurt anzulegen. Die Stewardess läuft durch den Mittelgang, um zu gucken, ob auch alle dieser Anweisung gefolgt sind. Und sie kommt zu ihm und er flegelt sich in seinen Sitz und hat sich nicht angeschnallt. Die Stewardess weiß, das ist ein Promi, den muss ich irgendwie mit ein bisschen Vorsicht anfassen, und sagt zu ihm: Bitte legen Sie Ihren Sicherheitsgurt an. Und Muhammad Ali in einem Anflug von Arroganz und Selbstüberschätzung sagt: Superman braucht keinen Sicherheitsgurt. Die Frau schaut ihn 3 Sekunden lang an und sagt: Sie haben recht, Superman braucht keinen Sicherheitsgurt, der kann alleine fliegen. Sie nicht, schneiden Sie sich gefälligst an. Liebe Freunde, das ist der Punkt. Wenn wir irgendwann mit uns ehrlich werden und feststellen, wir sind gar nicht Superman. Wir haben gar nicht unser Leben in allen Punkten im Griff. Und ganz tief in uns wächst die Unruhe, vielleicht manchmal sogar die Angst, dass wir in Situationen hineinkommen, die uns völlig aus dem Ruder laufen, und wir würden uns wünschen, es wäre jemand da. Können Sie sich an den August erinnern, 2010? Da gab es ein riesen Grubenunglück in Chile, in Copiapó. 33 Bergleute werden unter 622 Meter Felsen begraben. Und allen Leuten ist klar, die kommen dann niemals raus. Von unten sich nach oben zu buddeln durch die Felsen, nie. Und die Männer, die unten sind, wissen, wir sind Todeskandidaten. Und es gibt unter diesen 33 Leuten ein paar Christen, und die sagen: Leute, das Einzige, was hilft, ist, wir beten, und hoffentlich kommt Gott mit irgendeiner wirklich mega Lösung vorbei. Aber eigentlich weiß jeder, ey, wir haben keine Chance. 69 Tage später haben die es geschafft, von oben eine Rettungskapsel durch diese 622 Meter Felsen zu schieben. Und einer nach dem anderen wird gerettet. Als die Pressekonferenz ist, sieht man all diese geretteten Bergleute mit einem roten T-Shirt, und hinten drauf steht: Danke, Gott. Allen war klar, von unserer Kraft werden wir niemals hochkommen. Wenn die Hilfe nicht von oben kommt, wenn die Hilfe nicht von außen kommt, wenn nicht ein Gott da ist, der sich unserer erbarmt und hineingreift in unsere Situation, haben wir keine Chance. Leute, und das ist das Geheimnis. Mein kleiner Sohn hat mir das so mega demonstriert. Als er noch in dem Alter war, wo man in den Kindergarten und in die Schule geht, hatte er einen Gedanken, den er bei sich fixiert hatte. Nämlich, er muss bei jedem Spiel der Boss sein. Das bilden sich ja manchmal Leute noch mit 30 und 40 und 50 ein. Aber er als Kleiner hatte das. Das Dumme war, es gab immer Kinder, die größer waren, und es gab auch immer welche, die stärker waren. Und das führte immer zur Katastrophe. An diesem Nachmittag saß ich draußen im Garten und hörte vom entfernten Sportplatz die Schreie meines Sohnes und die entsprechenden Laute seiner Freunde. Und ich dachte, geh lieber mal gucken, bevor das da schief geht. Und ich gehe auf den Feldweg und ich sehe schon meinen Filius, den Kopf nach unten, er gibt Gas, und hinter ihm rennen die Jungs hinterher und sie brüllen ihm schon zu, wenn sie ihn gleich packen, was passiert. Und er wird schneller. Und irgendwann auf halber Höhe des Weges guckt er plötzlich hoch und sieht: Hey, da steht Papa. Und er wird noch schneller und ich sehe, der setzt zum Sprung an. Und tatsächlich, kurz bevor er mich erreicht, springt er mir auf den Arm. Und wie er das gemacht hat, weiß ich bis heute nicht. Auf jeden Fall, er dreht sich in meinem Arm, guckt die Verfolger an, und das Gesicht, das vorher noch von Angst besetzt war, macht Bäh! Eine Bewegung. Und soll ich Ihnen was sagen? Im selben Augenblick habe ich was gelernt. Sicherheit setzt immer dann ein, wenn Sie wissen, dass Sie bei jemandem sind, der größer und stärker ist wie jeder Feind, mit dem Sie zu tun haben. Die Riesenwahrheit lautet: Das, was wir brauchen, ist jemand, der in der Lage ist, uns zu lieben und die Willigkeit hat, uns zu beschützen und das Potenzial hat, diesen Schutz auch umzusetzen. Was wir brauchen, um das mal altbiblisch zu sagen, ist, wir brauchen einen guten Hirten. Und das ist das Geheimnis, wo die Angst weicht. Herr Trautmann war der Leiter von
Shelter Now, einer Organisation, die in Afghanistan versucht hat, den Leuten zu helfen, besonders eine Arbeit unter bedürftigen Blinden und so weiter. Sie wurden von den Taliban festgesetzt, wie das mit ganz vielen NGOs damals passierte. Und viele sind gestorben. Und sie waren dort von diesen Leuten bedroht. Und sie wussten, wir sind eigentlich sind wir schon tot. Aber er beschreibt diese eine Szene, wo sie mit 6 Leuten zusammen in diesem einen Zimmer sind. Die Jungs mit der Kalaschnikow stehen um sie rum. Und er fängt an zu beten. Und während er betet, kommt der Friede Gottes in dieses Zimmer. Diese Typen mit ihrer Kalaschnikow gehen aus dem Zimmer. Niemand tut ihnen was. Und er sagt, tief im Herzen wusste ich, ich bin sicher in den Armen Gottes und wir kommen nach Hause. Und tatsächlich, das passierte. Wie durch ein Wunder kommen diese Leute nach Hause. Sicherheit, weil er wusste, Gott kommt. Und wenn Gott da ist, wird uns niemand aus der Hand Gottes reißen. Vielleicht haben Sie dieses Lied von Bonhoeffer noch im Ohr. 1944 schreibt er dieses Lied, heute wie ein Gebet. Ein Lied, obwohl er wusste, er wird zur Hinrichtungsstätte geführt werden. Er stirbt dann in Flossenbürg 1945. Aber er schreibt dieses Lied und es hat im Refrain folgende Aussage. Ja, wir alle, wir lieben das. Wo er sagt, hey, ich bin geborgen. Ich bin geborgen, weil ich weiß, Gott ist da. Und liebe Freunde, das ist das Geheimnis. Wenn wir entdecken, Gott kommt, dann nimmt er die Angst. Und dann kommt diese Sicherheit, eine übernatürliche Sicherheit, die von diesem Frieden Gottes getränkt ist. Ich erinnere mich, ich komme meinen Freund Harry besuchen, ein alter Pastorenkollege. Ich wusste, seine Frau hat erzählt, er hat Krebs. Aber ich wusste nicht, dass es im Endstadium ist. Und ich komme in sein Krankenzimmer rein und ich sehe, der Mann ist gezeichnet. Und ich fange an zu weinen, weil es mich so berührt. Und er kommt und ich setze mich an sein Bett und er nimmt meine Hand und sagt, warum heulst du? Und ich sage, weil ich sehe, dass der Tod dich gepackt hat. Und dann kommt ein Lächeln, während er meine Hand hält. Und er lächelt mich an und sagt, weißt du, Matthias, man kann mich mit dem Himmel nicht erschrecken. Hey, verstehst du das? Man kann mich mit dem Himmel nicht erschrecken. Ich weiß doch, wo ich hingehe. Und ich weiß, in wessen Hand ich geborgen bin. Ihr lieben Freunde, das ist das Geheimnis. Ein Mann erzählt mir seine Geschichte mit seiner Tochter. Seine Tochter schon lange Bulimie. Und er weiß nicht, was er tun soll. Und sie haben als Familie gebetet. Aber letztlich geht das Mädchen wieder in eine Klinik. Was er nicht wusste, war, dass die Tochter abgemagert, fast dem Tode nahe, künstlich wird sie versorgt, um irgendwie am Leben erhalten zu werden. Sie hatte sich vorgenommen, sie spart alle Tabletten, die sie bekommt und irgendwann nimmt sie den gesamten Cocktail und beamt sich aus dem Leben. Der Vater weiß nichts davon, aber das, was er kann, ist, er betet und er sagt, Gott, du kannst meine Tochter festhalten. Und es kommt der Tag, sie hat den Eindruck, sie hat genug Tabletten gesammelt. An diesem Abend wird sie es tun. Während sie alles zusammensucht, kuschelt sie in dieser Schublade und findet ganz hinten so eine kleine Gideon-Bibel. Und sie denkt sich, mein Vater hat immer gesagt, es gibt den Gott irgendwie. Und sie betet vielleicht das klügste Gebet in der Situation. Sie sagt, Gott, wenn es dich gibt, komm irgendwie, zeig, dass du da bist. Sie nimmt dieses Gideon-Bibelstück. Sie schlägt es auf und sie schlägt es auf bei Apostelgeschichte 16, die Geschichte Paulus und Silas im Gefängnis in Philippi. Und ihre Augen fallen auf einen Vers, den gibt es nur ein einziges Mal in der ganzen Bibel. Und in diesem Vers sagt dieser Kerkermeister, da sagt Paulus zum Kerkermeister, tu dir nichts an. Sie sieht diesen Satz und es zuckt wie ein Blitz von oben nach unten. Und sie merkt, da hat was zu ihr geredet. Und sie holt die Nachtschwester, sie lässt den Papa anrufen, sie erzählt ihm die Geschichte. Und Gott berührt sie. Und sie beginnt diese Sicherheit zu entdecken, die es nur bei Gott, dem Vater, gibt. Heute ist sie Lehrerin, hat ein paar Kinder, Riesenfamilie. Gott hat was Neues gemacht. Hey, dieser Vater wusste, ich kann meine Tochter nicht halten, aber ich kenne jemanden, der kann meine Tochter festhalten. Leute, Sicherheit ist doch nicht in uns, sondern ist in ihm. Das ist der Schlüssel. Mein Papa ist ein Fleischermeister, so sieht er auch aus.
Ihr kennt diese Typen, ja, Rittersportfigur, quadratisch, praktisch, so. 140 Kilo Lebendgewicht. Er ist 48 Jahre, als er auf einer Fahrt vom Fahrrad fällt, mitten im Verkehr liegen bleibt und keiner weiß, was mit ihm passiert ist. Man untersucht ihn und man stellt fest, er hat 3 Gehirntumore. Und die Ärzte sagen zu meiner Mutter, es gibt keine Hoffnung für sie. Der Mann stirbt einfach. Nehmen Sie ihn mit nach Hause, wir werden nichts tun. Und als er nach Hause kommt, setzt die halbseitige Lähmung ein, er kann nicht mehr sprechen, er sabbert nur noch, wir brauchen eine Windel und man sieht, wie er stirbt. In dieser Phase fängt meine Mutter an, Gott zu suchen und sie fängt dann zu beten und sie sagt, Gott, wenn du da bist, hilf uns, gib mir ein Wort. Und Gott gibt ihr ein Wort aus dem Psalm. Und sie fängt dann jeden Tag dieses Wort über meinem Vater zu beten. Ich bin damals ein junger Kerl und für mich ist Gott ganz weit weg. Und das, was meine Mutter tut, klingt für mich wie völlig durchgeknallt. Aber sie bleibt dabei und sie steht in dieser inneren Sicherheit. Und immer wenn die Ärzte ihr irgendwas von der Diagnose erzählen, sagt sie, Gott hat zu mir gesagt, mein Mann wird leben. Und sie betet 1 Jahr und sie betet 2 Jahre und sie betet 3 Jahre. Und nach 3 Jahren wird mein Vater tatsächlich gesund. Völlig wiederhergestellt. Und niemand kann es erklären. Sie schicken ihn von der Uniklinik zur nächsten und es geht einmal fröhlich durch die Republik, weil niemand weiß, wo der Krebs geblieben ist. Und warum dieser Mann plötzlich wieder da ist. Und wenn du mal völlig outgesourced warst, wieder in Arbeit reinzukommen, ist richtig spannend. Aber das, was am meisten mich beeindruckt hat, war, alle Leute hatten die Hoffnung aufgegeben. Aber meine Mutter hatte entdeckt, es gibt eine Sicherheit, die ist viel größer als alles das, was Menschen sagen. Und das ist das Geheimnis. Mit wem bist du unterwegs? Das ist der eigentliche Schlüssel. Und das hat mich berührt. Heute ist die Frage, die Gott für dich hat, ist die, willst du dich selber festhalten oder willst du deine Hand diesem unglaublich guten Hirten geben, der sagt, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten alle diejenigen, die ihre Verlorenheit entdecken und die merken, sie brauchen Hilfe. Jesus ist nicht gekommen, um die Religiösen und Selbstgerechten und Frommen zu suchen, sondern wenn du entdeckst, hey, ich brauche diese Sicherheit, ich brauche diesen Hirten, ich brauche jemanden, der mir hilft, im Leben zu stehen und stark zu sein. Ich brauche den, der mir sagt, ey, ich bin geliebt. Jesus ist gekommen und hat gesagt, ich werde bei dir sein, alle Tage, bis zum Ende dieser Welt. Und ich entdecke dieses Geheimnis, dieses Geborgenseins in ihm. Wenn Gott mit seiner Liebe bei dir ist, dann spürst du diesen übernatürlichen Frieden, der viel größer ist als alles, was wir an Negativnachrichten hören können. Ich schließe mit dieser wunderbaren Geschichte für mich. Ein großartiger Prediger, sein Name ist David Wilkerson. Er hat eine Einladung nach Europa. Das Problem ist, er hat Angst vorm Fliegen. Irgendwann haben ihn seine Leute überredet und er sitzt tatsächlich in diesem Flieger. Und es kommt, wie es kommen muss. Der Flieger kommt in Turbulenzen, es geht hoch und runter. Und die Panik packt ihn und er klammert sich an seinen Sitz und denkt sich, was mache ich hier eigentlich? Wieso bin ich nicht zu Hause geblieben? Ich hätte auf mein Bauchgefühl hören sollen. Und während er mit sich und der Situation hadert, schaut er schräg rüber. Da sitzt ein kleines Mädchen und sie malt. Sie malt völlig entspannt. Und er denkt sich, das gibt's doch gar nicht. Ich bin ein Pastor. Ich bin ein Prediger. Ich bilde mir ein, ich kenne Gott. Und ich mache mir in die Hose vor Angst. Und dieses kleine Mädel ist völlig entspannt und hat überhaupt kein, was ist los? Der Flug geht glücklich zu Ende. Sie landen erst auf diesem Weg hin zu dieser Gepäckhalle. Und das kleine Mädel läuft vor ihm und er nimmt alles, was er hat und klopft sie an die Schulter und sagt, Schatz, sag mal, hattest du beim Fliegen gar keine Angst? Nein. Wieso hattest du keine Angst? Da war richtig schwierig. Mein Papa ist der Pilot und wir fliegen nach Hause. Leute, das ist das Geheimnis. Wenn du weißt, dass der Vater dich in seinen Armen hält,
dann geht es immer in die richtige Richtung. Wir gehen nach Hause und er hält die Hand fest. Und die Bibel sagt, niemand wird uns aus der Hand Gottes reißen. Das ist das Geheimnis. Hey, heute Morgen lade ich dich ein. Wenn du das nicht weißt, lass uns miteinander kurz aufstehen und ein Gebet beten. Und unser Leben bewusst diesem großartigen Gott und Vater, der in Jesus zu uns gekommen ist, ihm unser Leben neu anvertrauen. Gott, Vater, du hast uns in deinem Wort dieses Gebet gegeben im Psalm 23, wo es heißt, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Herr Jesus, du bist gekommen und du wurdest dieser Hirte. Und du hast dein Leben gelassen, damit unsere Schuld vergeben wird. Wir zurückkommen können in den Schutz des Vaters. Nicht nur Menschenkinder, sondern Gotteskinder werden können. Dass dieser Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, in unser Leben einzieht und uns bewahrt. Und Jesus, heute Morgen bete ich für jeden, der in seinem Herzen diese Angst und diese Unsicherheit spürt, dass er den Mut hat, diesen Schritt auf dich zuzugehen und zu sagen, Herr, werd auch der Hirte meines Lebens. Nimm meine Angst und schenk mir deinen Frieden. Nimm meine Schuld und schenk mir deine Vergebung. Nimm meine Krankheit und gib mir deine Heilung. Und ich danke dir, Herr, dass du nicht nur für dieses Leben, sondern meine Hand hältst bis in Ewigkeit. Du bist dieser gute Herr und bei dir sind wir sicher für Zeit und Ewigkeit. Amen.